Batman, du wärst mir hier echt nützlich. Ich arbeite an einem Gegengift. Verstärkung kommt. Superman, was passiert hier? Die Pflanzen wenden sich wohl gegen die Menschheit. Ich habe das Gefühl, dass Poison Ivy dahinter steckt. Swamp Thing? Swamp Thing? Swamp Thing! Soll das heißen, du steckst dahinter? Nein, mit Poison Ivy hattest du schon recht. Lässt du mich dann wieder runter? Logisch, ich setz dich gleich ab. Endgültig! Was ist denn mit dir los? Ach, echt jetzt? Es tut mir leid, Leute. Ich bin eine Pflanze. Sie kontrolliert Pflanzen. Swamp Thing! Hey, Kumpel! Hilfst du etwas beim Gärtnern? Firestorm! Ich weiß nicht wie, aber... Moment, du hattest gestern doch ein Blind Date. Darum geht's nicht. Ich versuch dir zu sagen... Woohoo! Blind Date! Komm schon, sag mir, wie es lief. Das versuche ich doch. Das Blind Date war leider Poison Ivy. Sie hat mich ausgetrickst. Wir müssen was tun. Sie ist eine... Orchidee in meinem Herzen. Und die wundervollste Frau auf der großen, weiten Welt. Zusammen werden wir die Stadt bestäuben. Und daraufhin gehört Gotham uns allein. Ich glaube, ich nehme gemischte Signale bei dir wahr, Kumpel. Wow, hey, Fang! Geh aus, wohin du willst! Tut mir leid! Alter! Abgestumpft im Sumpf. Ronald, ihn kontrolliert offensichtlich Poison Ivy. Oh, na das erklärt eine Menge. Wir brauchen eine nukleare Feuerwand, um ihn auszutrocknen, ohne dauerhaften Schaden anzurichten. Das nenne ich doch mal Fachwissen. Ich bin Feuer und Flamme! Das ist eine klasse Idee. Nur, dass du es weißt, ich habe super Schuldgefühle deswegen. Nein, schon gut, es ist sehr effektiv. Hallo Gotham, ihr müsst mir nicht danken. Weswegen, fragt ihr? Wer sonst könnte dieses verfaulte, kaputt besiedelte Ödland in einen postmodernen Garten Eden verwandeln? Ich habe nicht nur eine Handvoll Samen gepflanzt, ich habe den gesamten botanischen Code Gothams neu geschrieben. Und das nur dank der raffinierten Arbeit meines zukünftigen Ehemanns. Zusammen werden wir unser neues Königreich regieren und ihr seid unsere loyalen Untertanen. Gotham wird dann unser privates Paradies. Für immer! Vixen, Superman melden. Ich habe Ivys Standort. Sie ist im Kenniger-Gebäude in Sheldon. Vixen, kümmere dich um Ivy. Ich komme nach. Nachschub steht schon parat. Gib eine bitte meinem zukünftigen Ehemann. Diese widerlichen Fleischklopse schwächen meine Kontrolle über ihn. Oh, und stell sicher, dass er wiederkommt. Wir müssen eine Hochzeit planen. Bin dran, Rotschopf! Nein, das wirst du nicht. Ich wünsche dir beim nächsten Mal mehr Glück, Tier Tussi. Vorsicht, Ronald, wir wollen keine bleibenden Schäden. So durstig. Hey, Feuerbirne, nimm das! Wie wär's mit einem Muntermacher? Oh, ich vermute, das ist nicht gut.